Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Sonntagsglücks auf dem Kanal von Lotto Hessen. War das vorletzten Sonntag ein Rubbelduell, Rubbelfreunde? Ja, das war es aber richtig. Das Video könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, solltet ihr es bislang noch nicht getan haben. Heute sind alle Zähler wieder auf Null gestellt. Vor mir liegt ein Umschlag. In dem Umschlag sind hoffentlich tolle Rubbellose drin. Das werden wir gleich erfahren, liebste Rubbelfreunde. Ich gehe wieder ran an die Lose und freue mich sehr drauf. Umschlag wird fachmännisch hier geöffnet. Oh, Luftpolster, also Ladungssicherung 1A Spitze. Wir holen die Rubbellose jetzt mal hier raus. Wow, was haben wir denn hier? Das Diamant 7 Rubbellos ist natürlich dabei, deshalb auch der große Umschlag. Und es glitzert schon. Oh, es glitzert schon hier. Ah, oh, Rubbelfreunde, schaut euch das an, das ist doch toll. Dann haben wir hier ein neues Los: Cash Pyramide. Okay, das habe ich noch kein einziges Mal gerubbelt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Cash Pyramide, das sieht gut aus. Hat irgendwas vom Design her, erinnert mich an irgendwie eine TV-Show so ein bisschen. Nicht die mit dem Koffer, wo man verschiedene Preise gewinnen kann, sondern eine andere. Was haben wir hier noch? Bis zu 3.000 € monatlich. Auch ein sehr schönes Los, das ich auch noch gar nicht so häufig gerubbelt habe. Und die Anzahl passt auch ganze dreimal, haben wir das. Cash-Pyramide haben wir auch mehrfach. Wow, hier reiße ich schon auseinander. Rubbelkönig vom Aufreißer zum Abreißer. Viermal. Und das Diamant 7 Rubbellos haben wir tatsächlich auch im Doppelpack. Hier, das Los ist uns ja noch ein bisschen was schuldig, aber das denke ich, holen wir uns heute. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Bar auf die Kralle Rubbellos. Ganze viermal. Gibst du mir mal so vier Krallen bitte? Ja, hier sind sie. Ja, die Tiger. Da wird der Rubbelkönig ja wieder fast zum Tigerchen, Rubbelfreunde. Mit welchem Los fangen wir mal an? Die Auswahl ist à la Bonheur. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich stürze mich jetzt gleich auf das neue Cash-Pyramide-Rubbellos, denn das möchte ich mir genauer anschauen. Es ist in so einem edlen Schwarz und dann haben wir hier Cash-Pyramide. Multiplikator Reihe 1, 2, 3, 4, 5. Mit verschiedenen Multiplikatoren finden Sie drei gleiche Beträge in einer Reihe. Haben Sie diesen gewonnen? Der Multiplikator bestimmt, wie oft Sie diesen Betrag gewonnen haben. Ja, das ist doch eine feine Sache. Gewinne bis zu 15.000 €. Mindestgewinn liegt bei 2 €. Hier natürlich auch nochmal die wichtigen Hinweise. Die Teilnahme am Glücksspiel ist ab 18. Bei Rubbellosen handelt es sich um Glücksspiel und das kann süchtig machen. Daher aufpassen, liebste Rubbelfreunde. Die Auflage ist relativ klein im Vergleich zu den anderen, glaube ich. Schauen wir uns das hier mal an. Hier haben wir. Oh ne, noch. Hier ist die Auflage noch kleiner. Dann habe ich fast Unfug erzählt. Ja, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wir benötigen dreimal den gleichen Betrag in einer Reihe, um hier richtig schön abzusahnen. Cash-Pyramide, jawohl. Okay, wir rubbeln hier über die Pyramide hinaus. Hier hätten wir jetzt nur einmal 2 € benötigt, dann hätten wir gewonnen. Hat Anleihen vom Moneymania-Los. Da rubbeln wir ja auch mehrere Beträge auf, brauchen dreimal den gleichen Betrag in einer Reihe. Und wenn wir die haben, dann haben wir den Betrag gewonnen. Hier werden es immer mehr Beträge. Erinnert mich so ein bisschen an das Happy 7 Los. Da fängt man ja auch mit einer möglichen Gewinnzahl an und steigert sich dann auf 7. So, schauen wir nochmal drüber. Aber da wir den Betrag dreimal brauchen, haben wir den hier leider nicht erwischt. Aber das Los ist gut. Das gefällt mir. Schön. 2 €. Rubbelspaß vorhanden. Das könnte ich öfter rubbeln. Ja, hier machen wir dann weiter. Es ist natürlich wie eine Pyramide aufgebaut. Es werden immer mehr Zahlen, Rubbelfreunde. Und wir stehen natürlich ganz oben in der Pyramide. Der Gewinn leider bislang noch nicht. Auf den warten wir hier vergeblich. Hier auch leider kein Gewinn an der Stelle. Komm, Cash-Pyramide. Jetzt ziehen wir es aber durch bis zum bitteren Ende, denn neues Los, die habe ich immer gerne
sehr zügig gerubbelt, denn ja, wenn sowas Neues draußen ist, dann will man das natürlich auch einfach mal spielen. Hier, mit der 4 könnte es vielleicht klappen. Nein. Aber 2. Holen wir uns hier die 10 Euro. Nein, Reihe Nummer 5. Also der Spielspaß für 2 Euro ist auf jeden Fall vorhanden, ist gut, ist ausreichend. Ausreichend hört sich sehr negativ belastet an. Nee, aber das gefällt mir wirklich gut. Cash-Pyramide, los Nummer 4. Multiplikator auch oft eine feine Sache. Wenn man die Zahlen getroffen hat, dann freut man sich schon sehr. Die letzte Reihe, Rubbelfreunde, jetzt nochmal Daumen drücken, angesagt. 2x15, 2x20, 80, ne. Das hier war leider nichts, Rubbelfreunde, aber das mache ich natürlich gerne. Im Prinzip habe ich die Nieten schon rausgerubbelt. Jetzt könnt ihr euch mit dem Cash-Pyramide losmachen, Gewinn nach Hause holen. Ist ja auch eine feine Sache. Machen wir mit den 2-Euro-Losen weiter. Bar auf die Kralle. Das Los haben wir ja hier auch schon gerubbelt im Sonntagsglück. Und das ist natürlich eine feine Sache. Ich als Katzendaddy habe da natürlich nochmal einen ganz besonderen Bezug zu Rubbelfreunde. Wir benötigen hier, was benötigen wir hier? Wir benötigen hier das Tiger-Symbol. Dann haben wir den da drunter stehenden Betrag gewonnen. So einfach funktioniert's. Elefant, Hippo, ein Äffchen haben wir hier, Adler. Adler passt natürlich wie immer gut, aber Panda, Kroko und ein Pferd. Nein. Das nächste Bau auf die Kralle los. Hippo. Oh, Rubbelfreunde, wer sieht's schon? Wer sieht's schon? Ich erahne hier was. Hier ist ein Tiger. Stier. Oh, noch ein Tiger. 2 Euro. Und hier haben wir noch einen Gewinn offen. 2 Euro. Der erste Gewinn im Sonntagsglück mit 4 Euro, den wir vorbuchen können. Das ist eine schöne Sache. Es geht weiter mit dem dritten Bar auf die Kralle los. Ziege. Adler. Pferd, Stier. Hippo, Affe. Oh, schöner Gewinn. Elefant. Kroko kommt auf den Nietenstapel, bar auf die Kralle los, das letzte an diesem Sonntag, nämlich Nummer 4, Adler, Affe, das Pferdchen, Ziege, der Stier, das ist aber ein süßer Stier, der gefällt mir, Panda. Ja, der Panda täuscht mich immer so leicht an, weil der am Anfang auch so rund ist, da denke ich dann eine Millisekunde, wuhu, aber Rubbelfreunde. Ja, wir haben die 2 Euro Lose jetzt schon ordentlich weggerubbelt und haben jetzt noch hier das 3000 Euro monatlich los, 2 Jahre lang. Und dann haben wir hier den Doppelschlag, 2x Diamond 7. Die Diamantene 7, die rubbeln wir jetzt einmal weg. Wir benötigen hier, stehen nochmal die Regeln, beziehungsweise, ja, wie das Los funktioniert, die 7, die Doppel 7 oder die 7 im Diamant, dann freuen wir uns hier ganz besonders. Hand ans Los und es geht, Rubbelfreunde, los. Elf und 18 haben wir hier. 20, 22, 14, 26, 11. Und hier haben wir nochmal die 26, die 9 und die 18. Dann haben wir hier 23 und die 24. 9. Und die 10. Über die Hälfte haben wir schon. Oh, Rubbelfreunde, das ist meine erste Doppel 7 auf diesem Los. Unglaublich. Haben Sie eine Doppel 7? Nee, finden Sie eine Doppel 7, haben Sie den nebenstehenden Betrag 2x gewonnen. Den rubbeln wir am Ende auf. Wir schauen erstmal, ob wir hier noch weitere 7 finden. Wir werden das Los durch 7. 5. 19. Oh, eine 3. 4.
20 und eine 4. Das ist aber wirklich eine Premiere, eine Doppel-7. Der Betrag, der jetzt hier steht, den haben wir doppelt gewonnen. Es sind 20 Euro. Somit haben wir 40 Euro mit diesem schönen Los gewonnen. Ja, die Doppel-7, die wollte ich immer haben. Das ist schon so eine kleine, ja, eine kleine Hürde, die ich jetzt gemeistert habe. Sehr, sehr schön. Dann, komm, wir sind gerade so gut im Lauf, dann machen wir gleich mit dem zweiten weiter. Diamant 7, Nummer 2. 23. 21. Das sind 3x7. Beim Blackjack hätten wir jetzt gejubelt. Die 13. 10. 1. 12. Ach, die Doppel-7 kam eben auch sehr überraschend. Also das Los hier ist wirklich eine Wundertüte. 18. 3. 15. Hier haben wir 13, 5. Rubbelfreude, mit dem Los hatte ich ja auch mal ein Special gemacht. Als das Los frisch rauskam, da haben wir das ordentlich weggerubbelt. Es ist wirklich, und das ist immer noch so, obwohl ich es jetzt schon mehrfach gerubbelt habe, dieses Glitzernde, da bin ich wie so eine kleine Elster. Da will man natürlich ran mit den Diamanten. Das ist schon sehr schön. Und es ist ein wirklich außergewöhnliches Los, denn wir haben hier einen relativ hohen Einsatz in Höhe von 20 Euro. Das ist auch keine, ja, nicht ganz so üblich, dass man im Portfolio so ein höherpreisiges Los hat. Das war jetzt leider eine Niete. Kommt auf den Nietenstapel. Wir haben jetzt noch dreimal das 3000 Euro monatlich Los, welches wir wegrubbeln werden. Schnell auseinandergerissen, so sehen die drei kleinen aus. Und wir beginnen mit dem Los, welches ganz rechts liegt, aber vorher noch die kurze Erklärung. Wir benötigen mehrere Geldbündel-Symbole. Dann haben wir gemäß der Gewinntabelle gewonnen. Das ist hier die Herausforderung. Januar, Februar, März, April. Ein bisschen mehr als erste Quartal, rubbeln wir gleich weg. Und wir haben Berge, wir haben eine Liege, ein Anker, ein Boot, passend dazu natürlich. Tasche, Gedeck, ein Ballon, Heißluftballon. Wollte ich immer mal fahren, Rubbelfreunde. Aber bislang bin ich noch nicht mal dazu gekommen. Ein Bündel, aber eins ist zu wenig. Wir brauchen hier mindestens drei Bündel, um 5 Euro zu gewinnen. 5 Euro kostet das Los, aber wir haben hier leider keine drei Bündel freirubbeln können. Oh, 1, 2, 3. 5 Euro haben wir schon. 4. Da kommt noch was. 4 Bündel, somit haben wir 10 Euro gewonnen mit dem 3000 Euro monatlich Los. Sehr schön, ein Zehner auf den Gewinnerstapel. Das letzte Los an diesem Sonntag, welches ich wegrubbeln werde. Wir beginnen hier mit einem Flieger, Ballon, Berge, Zelt. Ein Täschchen, eine Liege, Fahrrad und der Globus. Anker, Karawan, Gedeck, Boot, Rubbelfreunde. Das war das letzte Los. Wollen wir uns mal die Gewinne anschauen? Wir hatten ja hier schon gute Ausreißer dabei. Wir haben den letzten Gewinn, den wir erwirkt haben, mit 4 Geldbündeln, 10 Euro. Dann haben wir mit dem Bau auf die Kralle Los 4 Euro gewonnen, zweimal den Tiger gefunden. Und dann haben wir hier tatsächlich die Doppel-7 gewonnen und somit 40 Euro im Diamanten 7 Los. Rubbelfreunde, das war aber ein Rubbelfest. Das kann man an der Stelle ganz klar sagen. Schöne sonntagliche Rubbelei und wir haben sogar hier das neue Los, wenn das uns auch noch nicht so viel Glück gebracht hat. Weggerubbelt Cash-Pyramide, gefällt mir sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal zur Brust nehmen, dieses schöne Rubbellos, Rubbelfreunde. Ja, dann war's das von mir. Ich entlasse euch natürlich mit besten Grüßen in den Sonntag, aber es gibt noch einen wichtigen Service-Hinweis. Denn die Gewinne werden ja unter den Zuschauern verlost. Diese schönen Gewinne hier also, Rubbelfreunde. Dafür checkt die Facebook-Seite von Lotto Hessen ab. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, die Gewinne zu gewinnen.
Rubbelfreunde, das war's dann von mir. Wir sehen und hören uns spätestens übernächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut.